Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Mal wieder ein Unboxing, und zwar vom Vaiana Film. Der hieß eigentlich, dass erst in 2 Tagen rauskommt, am 20. Aber jetzt kommt er schon am 18. raus, oder bei Müller gab es ihn schon am 18., also heute. Und ja, das ist klar, dass ich den kauf, weil das ist, genau, ich kauf immer die neuen Disney-Filme und so. Sind auch alle schön, auch finde ich. Die neuen sind auch gut, nicht nur die alten. Ich finde die neuen auch gut. Und ja, das ist das 56. Meisterwerk, glaube ich. Das sind 56 Meisterwerke schon. Und Vaiana ist 56. glaube ich. Und ich habe den jetzt noch gar nicht gesehen im Trailer. Und ich fand die eigentlich echt gut. Also im Kino war ich jetzt nicht, aber ja, jetzt habe ich ihn hier. Ich schaue den auf jeden Fall dann an, mal heute oder morgen. Der ist bestimmt richtig gut. Klar, ich meine, bei einem Disney-Film, da muss der auch gut sein. Also, ja, bei einem Meisterwerk. Das ist schon 56. Ja, 12,99. Die neuen Filme kosten immer ein bisschen mehr. Und ja, jetzt machen wir das hier mal weg. Das ist genau, was das ist. Oh, umflog. So. Machen wir das mal hier weg. Wieder 12,99. Hier Disney Vaiana. Ich hole meine Schere. Pack das aus. Also das Wetter, das spinnt heute echt total. Bei uns. Weil einmal hagelt es, dann schneit es, dann regnet es, dann ist es wieder Sonne. Dann ist Zapfen kalt, dann ist wieder warm. Ach, also heute ist echt. Naja, April, der macht immer was er will, aber heute ist echt ein Dreckswetter. Ja, jetzt packen wir das mal aus. Hier Disney Vaiana, da Vaiana, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, wie die Namen sind. Ich glaube, das ist das Mädchen, ist Vaiana, und der Mann ist halt irgendjemand anders. Und hier ein Schwein oder ein Vogel, dann ab 0 freigegeben. Disney DVD mit Disney's Fastplay. Dann das Paradies hat einen Haken. Und dann hier voller Magie und sagenhafter Schönheit. Und hier Vaiana, der Mann, der Vogel. Und das Schwein. Dann hier wieder der Inhalt und so. Dann steht Disney's Vaiana erzählt die Geschichte einer faszinierten Entdeckungsreise mit viel Herzhumor und mit reißender Musik. Titelsong gesungen von Helene Fischer. Ja, der Titelsong ist gesungen worden von Helene Fischer. Und dann hier Prädikat besonders wertvoll. Dann deutsche Film- und Medienbewertung. FBW, ja, Prädikat besonders wertvoll, oder die Vaiana. Dann, ich weiß nicht. Vielleicht ist das wieder der Mann und der Mann da. Also, der Mann da, und vielleicht ist das. Vielleicht ist Vaiana und das. Vielleicht kriegen die ein Kind am Ende, ich weiß nicht. Vielleicht sagen, keine Ahnung. Vielleicht ist auch Vaiana und das sind die Eltern von dem irgendwie, keine Ahnung. Von der kann es sein. Vielleicht ist eigentlich eine Schlange oder. Irgend so ein Axt, die Axt und der Mann hier. Dann dieses Fastplay. Ein Disc, DVD, Video, Hauptfilm und Extra. Dann Kurzfilm, Herz oder Kopf, Inner. Was ist? Inner Walkings. Und der Film geht 103 Minuten. Eigentlich echt lang jetzt. Weiß ich nicht. Ich denke, es war einer der längsten Disney-Meisterwerk-Filme. Nicht sogar der längste, weil 103 Minuten, 1 Stunde 43 Minuten für einen Disney-Meisterwerk-Film, kann mich jetzt nicht dran erinnern, wann das jetzt mal war. Und schon waren die immer kürzer. Ich glaube, nicht sogar der längste. Dieser jetzt. Und hier Dolby Digital, DVD Video, der Disney. Ja, 2017 Disney.
Ja, dann mal von der Seite. Disney-DVD, der Disney war Jana. Disney's Fahrspiel, da war Jana und der Mann. Schauen wir mal rein. Ja, ah, schön, die DVD schön gemacht. Also, das ist echt cool, jetzt bringst du es wieder so mit Farbe raus. Ich weiß es nicht, gab doch mal eine Zeit, wo sie graue DVDs so mal rausgebracht haben und so. So, das war echt, das war wirklich nicht schön. Und jetzt haben sie es wieder mit Ding bedruckt so schön hier. Das ist Jana, das sind die DVD, das ist das Waschblech. Haben wir freigegeben und 2017 das ist hier noch. So wie da. Ich weiß nicht, was eigentlich da im Hintergrund ist. Irgend so eine Schildkröte oder so. Am Wasser und dann mit Wellen und so. Echt schön gemacht. Und hier coole Produkte zum Film. Ja, Disney war Jana. Hier so schön. Die Charakteren und schöner Hintergrund. Schau mal hier. Ja, Puzzlespiel und Maßspaß mit den Produkten von Ravensburger. Ja, Disney Movies im War ist ja jetzt nicht mehr. Also, man kann es noch einlösen. Bei älteren Filmen jetzt. Aber die neuen, wo rauskommen von Disney, ja, gibt es kein Disney Movies im War mehr. Also wird abgeschafft, ja. Schade eigentlich, keine Ahnung, warum es das jetzt so ist. Vielleicht kommt da irgendwas Neues, auf jeden Fall wird es abgeschafft. Und bei den neuen, da gibt es dann auch nichts mehr. Hier noch irgendwelche Produkte. Auch noch. Da. Und dann Disney Channel. Ist jetzt auch oft dabei. Bei den neueren. Also immer so irgendwie was mit Produkte. Bei den neuen Filmen, wo es so rauskommt. Oder, ja. Bei den älteren da. Kann man noch Disney Moves and More. Oh nein, Disney Channel auch so. Aber das hier. Das kam jetzt nicht so raus mit den coolen Produkten da. Zum Film und Disney Channel schon auch mal, aber ja, dann hier Susi, Strolch, Aladdin, Pinocchio, Robin Hood, Aristocats und Alice im Wunderland. Disney Channel, Freitag und Samstag, 20:15 Uhr. Lieblingsfilme. Da, zwei Serien, deine Lieblingsserien im Disney Channel. Da, Elena oder Elena von Avalor und Garde der Löwen, Disney Channel im Free TV. Weitere Infos auf disneychannel.de. Ja, Garten der Löwen. Von König der Löwen sozusagen. Ja, die fand ich gut aus. Und die Produkte, ja, der auch. Echt cool. Die DVD schaue ich mir auf jeden Fall heute oder morgen an. Lass mich überraschen, der ist bestimmt richtig gut. 1 Stunde 43 Minuten. Ja, das war's beim Unboxing von Vajana schon 2 Tage vorher eigentlich wie geplant. Ich hätte ihn dann am Donnerstag gekauft auf jeden Fall, aber der kam jetzt schon raus. Cool. Ich war halt im Müller und so. Also ich war halt einfach super im Müller. Mit meiner Mutter und ja, dann habe ich den gesehen. Also ich hätte auf keinen gekauft, aber es gab's ihn schon. Und ich hätte ihn auf jeden Fall am Donnerstag gekauft, aber wenn es ihn jetzt schon gibt, ist auch cool und dann habe ich ihn gekauft und ja, das war's dann auch schon mit meinem Unboxing. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.